الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte: Wenn ein Sohn Adams stirbt, dann folgen ihm zu seinem Grab drei. Es folgen ihm zu seinem Grab seine Familie und sein Vermögen. Und natürlich sein Werk. Vermögen und Familie kehren zurück. Und was für eine Person bleibt im Grab, ist das, was man geleistet hat, das Werk, was man in diesem Leben erbracht hat. Wenn man Gutes getan hat, dann wird man Gutes bekommen. Wenn man Schlechtes getan hat, dann wird man zur Rechenschaft gezogen. Deshalb jeder von uns sollte sich Gedanken machen, was mache ich für meine Zukunft? Und die Zukunft ist entweder, dass wir ins Paradies kommen oder dass wir in die Hölle landen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen, vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Möglichkeit geben, dass wir für Al-Akhira etwas Gutes vorbereiten.